Ja, Flame City, das ist die nächste große Stadt. Bratpfannenberg. Ja, in etwa. Der wahre Bratpfannenberg. Da ist eine Bratpfanne drauf und es brennt. Also ist es ein Bratpfannenberg. Battle Arena funktioniert noch nicht. Nein. Deswegen müssen wir erstmal hier. Da, Daisuke. Beziehungsweise Davis, weil wir ja nun auch die Fassung spielen. Stellt sich auch vor. Er will mit uns reden. Irgendwas beschäftigt ihn. Natürlich fragen wir, was los ist. Ja, dass halt irgendwas Komisches in den ganzen Arenen ist halt. Da steht ernsthaft Digiland. Ja. Auch mal was anderes als immer nur Digi-Welt, aber naja. Er hat halt nur ein schlechtes Gefühl, aber er weiß aber nicht genau, was halt Sache ist. Und ob wir planen, in die nächste Stadt zu gehen. Und wir sollen halt aufpassen, wenn wir in die Arena gehen. Also sprich, da ist schon irgendwas. Genau, und wenn wir gewinnen, sollen wir nochmal zu ihm zurück. Und er wünscht uns viel Glück. Und Rosemon! Da steht natürlich der Name nicht, aber wir wissen das. Ja, es ist nicht wichtig, wer sie ist. Nee. Ja, und er erwähnt auch nochmal, dass ziemlich dass komische Sachen passieren. Ah, jetzt ist sie auch offen. Ja. Ja, an der Stelle nochmal ein Punkt, warum ich dieses Spiel auch mag, weil hier eben die Adventure 2 Charaktere auch mit auftauchen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt ja nun abgesehen vielleicht von dem ein oder anderen Wonderswan-Spiel relativ wenig Digimon-Spiele, die mit der Staffel was zu tun haben. Ausnahme bildet das PSP-Spiel zu Adventure, aber das kam ja auch erst Jahre später. Er ist unser erster Gegner, Meramon. Ja. Apropos, könnte ich kurz zeigen, man könnte hier auch die Deckdaten aufrufen. Ja, das war irgendwie offensichtlich. Ja, aber mal erwähnen halt. Ich weiß, aber ich wollte nur sagen, dass es offensichtlich war, dass er so ein Deck halt hat. Ja. Ja, natürlich wäre es jetzt mit Wemon einfacher, weil es sind ja Flammen-Digimon. Hawkmon hat jetzt ein bisschen das Nachsehen, weil es halt, ne, Pflanze, Grün halt. Mhm. Aber dafür haben wir ja eine bestimmte Karte gerade ins Deck genommen. Na, haben wir? Ja. Guck mal, seine Karte fackelt er da oben ab. Wum. Eigentlich kann er jetzt nicht mehr spielen. Also ich glaube, mit so einem Meramon möchte ich gerne spielen, weil wenn es sauer ist und am Verlieren ist, fackelt es die restlichen Karten ab und ich habe automatisch gewonnen. Quasi, ja. Das heißt, sein Deck wird wahrscheinlich auch ziemlich ausgelegt sein darauf. Wie ich übrigens sehe, ich glaube, man kann nur bestimmte Mengen an Karten in diese DP-Zone legen. Ach, kann man? Achso, ja, ja, klar. Da ist dieses weiße Pünktchen, also insgesamt sind es nur 8. Doch, nimm mal dich. Dich. Und du kommst da rein. Ja, weißt halt, wobei ich hätte Tentomon abgelegt vielleicht. Der hat ja auch keine Fähigkeit. Ich würde X drücken. Vielleicht treffen wir die Karte auf. Hast du die Kämpfe wieder ausgeschalten? Jetzt. Ja. Ja, ich habe vorher auch noch mal ein bisschen und Shin hat auch noch mal ein bisschen gemacht. Ja, nachdem man Barbamon noch mal besiegt hatte, gab es noch mal ein Option Pack. Darunter waren einige Option-Karten, die wir noch nicht hatten. Ich glaube, alle drei hatten wir noch nicht. Ein Mystery Egg und solche zwei komischen Raketen waren das. Und sonst als Digimon hatten wir noch Dark Rizamon, was wir noch nicht hatten. Kapusch. Das kann jetzt aber leider digitieren. Na, Bölramon. Das ist aber in dem Punkt uninteressant. Wegen der einen Karte, die wir haben? Richtig, die ich extra ins Deck genommen habe. Es ist zwar riskant, sie jetzt schon zu nutzen, aber naja, besser Angriff geht halt auf Null, dadurch, dass Feuertyp ist. Ich glaube, Kendallmon hatte gar keinen Effekt. Nicht doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht, oder? Nö. Es hat X gedrückt, also nein. Doch, okay. Naja, aber sieht man positiv, dadurch haben wir wenigstens überlebt. Und das Vieh ist fast tot. Gut, aber wir auch. Aber jetzt könntest du Drimogemon spielen, aber sind wir denn früher dran? Ich würde jetzt erstmal Tentomon ablegen oder so, oder eher Hiroshima Unimon. Aber er gibt nur 10, das heißt, ich könnte ihn ablegen und zu ihm digitieren, aber es bringt... Kannst du nicht, weil das ist die gelbe Karte. Stimmt, das heißt, ich muss eigentlich ihn oder ihn ablegen, das heißt... Dann würde ich Tentomon nehmen, weil Tentomon nicht mal einen Effekt hat. So, und jetzt überleben wir die nächste Runde so oder so. Das brauchte er nochmal genau. Ja. Okay. Ja. Kreis. Ja gut, okay, wir überleben nicht so oder so, weil wenn er Kreis einsetzt und eine gute Power-Option hat, sind wir am Arsch. Ja, er kann ja eher zuerst die Power-Option nehmen, er boostet also X-Angriff, das ist dann egal. Ich könnte zwar hier nutzen, damit wir 0... Wobei, soll ich das sogar machen? Mach doch einfach.
Besser ist es. Ja, lieber dann in der nächsten Runde ein Plus mitgehen. Die Sache ist die, wir haben bis jetzt noch nicht mal eine Runde gewonnen und das muss zumindest schon mal sicher sein. Ja. Also gegen Barbomon hatten wir festgestellt, deswegen sind wir ja auch jetzt weitergegangen. Die war eigentlich ziemlich einfach inzwischen, also haben wir uns hierfür entschieden. Okay, und der Sand Vollidiot. Das passiert, wenn man einen Champion legt, ohne zu digitieren. Ja, aber wenn er nichts anderes hat. Er hätte ja nochmal auswechseln können. Hätte. Hätte Fahrradkette. Eine Frage. Ja. Ich glaube, beim richtigen Card Battle funktioniert das nicht, dass nein, ich einen Champion lege. Ne? Das geht nur mit digitieren. Das funktioniert auch hier nur in dem Spiel sonst. Weil bei dem richtigen Kartenspiel muss man sich ja einen Rookie aussuchen. Vor dem Spielstart, genau. Ja, sucht die Runde man sich ging ja recht leicht. Wollen wir mal wieder einen Polygon-Kampf haben, wenn wir dann kurz vorm Gewinnen sind? Ja, klar, das kann ich zeigen dann. Dann sieht man wenigstens auch die schöne Gewinn- und Verlierer-Animation. Dann passt das. Tja, im Moment sieht es ja ganz gut für uns aus. Und wenn wir jetzt noch Piximon ziehen, wäre es dann noch schöner. Nein, der ist noch nicht weg. Ist auch noch nicht, deswegen hau ich noch Pulle drauf. Trotzdem verstehe ich nicht, warum das D-Otamamon, er der Otamamon wäre. Drache, aber für wegen Rot vielleicht hier im Kart. Deswegen sage ich ja, er wäre aber sinnvoller, weil Red. Ah ja, und ich hatte natürlich wirklich nachgeguckt und ja, die Attacken vom Psychemon heißen tatsächlich so. So ziemlich. Ah, leider kein Piximon. Naja. Aber extra. Um zu sehen, wie stirbt. Und wie wir gewinnen. Ja, leg einfach ab. Zack. Nimm auch extra Kreis. Eisenbohrer. Um ihn noch zu ärgern. Ja, also das war ja doch ein relativ einfacher Kampf gegen Meromon, fand ich. Ja. Also. Ja, man sieht auch, es gibt auch andere Gebiete dann. Natürlich frisst so ein Polygonenkampf mehr Zeit und alles, aber. Ja, aber es man gehört. Genau, es gehört ab und an einfach dazu auch. Man, der dreht sich aber schnell. Ja. Und wie stirbt es? Zum Glück ist es kein Hornbohrer. Also dafür, dass die immer sterben, aber die Augen auch immer offen. Yay, Also Tamamons Todesszene war nicht so schön wie aber die der anderen, aber Drimogemons Siegesszene fand ich ganz nice. Richtig. Ja, also Meramon ist ziemlich einfach gewesen. Ich habe erst gedacht, wir hätten Probleme, aber das ging ja doch recht flott. Nope. Und wieder ein Level 7 schon. No. Das ist auch gut. Ja, da rüste ich auch bald aus. Ja, leider nichts Neues. Ja, aber man braucht ein paar Karten sowieso immer doppelt und Rookies. Wie gesagt, und sowieso generell, weil man sich ja drei richtige Decks machen kann. Ja, ich habe verloren. Nächstes Mal werde ich gewinnen. Und er wartet halt im Café auf uns. Genau, das heißt, wir können jetzt immer gegen Phönixmon! Das hat eine ziemlich hohe Attacke und das kann auch relativ. Mhm. Naja, geht so mit Digitieren. Mhm. Battle. Du hättest Deckdaten noch machen können. Ja, aber. Das naja, ich meine ja. Du hast ja quasi schon angezeigt, wegen so, Stärke ja, und so. Ja, wobei da nochmal gezielt, glaube ich, drin steht, was für ein Deck er benutzt. Ja. Also, das steht da nicht. Und du musst die Kämpfe gleich wieder ausschalten. Ich weiß. Wo hält Phönixmon die Gesundheit? Tschu, Entschuldigung. Also, es hält die Karte, glaube ich, in seiner Kralle. Ich bin ja mir nicht ganz sicher. Es sah ein bisschen komisch aus. Entschuldigensen. Wie mein Vater immer sagt. Ah, jetzt haben wir mal eine Scheißhand. Naja, die Power-Options sind relativ okay, aber wir haben kein Dings. Ja, aber ne, damit kann ich nichts reißen. Nee. Dann nehmen wir Hawkey. Können zwar nicht digitieren, aber das kannst du sowieso meistens. Ne, deswegen. Ich würde Tentomon ablegen. Ja, bringt auch am meisten. Ja, deswegen so unsinnig ist er nicht, er hat zwar keinen Effekt, aber zum Beispiel. Plus 30. Ah, scheiß Pinguin. Also X-Konter. Das ist ja egal. Hawk Beam! Also ich finde, das macht keinen Sinn, das musst du gar nicht so japanisch sprechen, ich weiß, weil so heißt das gar nicht. Ich glaube, im Japanischen war das Feder Slash halt. Also Feder Slash. Ja, wir sehen es ja jetzt auch. Bei uns ist es ja auch Federschlag, also übersetzt, aber Hawk Beam macht irgendwie keinen Sinn. Hawkstrahl, also Falkenstrahl. Ja, aber wenn ich da meine Feder schmeiße, ja, dann macht das keinen Sinn, dass das so heißt. Tropical Beam. What? Oh mein Gott. Also in echt hätte ich davor Angst, wenn so ein dicker Pinguin auf mich zukommt.
Ja, das soll aber eigentlich Federschlag sein. Ja. Also man hat das ja eben schon gesehen. Er hat jetzt die Feder davon nicht genommen. Ich habe gewonnen. Er macht das ganz dezent und ja. Cool hier, richtig lässig. Gentleman-mäßig. Ich möchte nicht irgendwie abstreiten, dass er die Attacke vielleicht beherrscht, aber faktisch ist, dass das eindeutig Federschlag sein sollte. Partner win. Jetzt musst du die Kämpfe erstmal wieder ausstellen. Ja. Weil wir haben ja schließlich auch gesehen, in einem anderen Part, im ersten, dass Vegimon ja auch eigentlich mit seinen Blättern angegriffen hat und die haben wir ja auch nicht gesehen. Also ich meine, er hat sie sich nicht rausgerissen. Zack, Hawkmon ist jetzt ein Trimogemon. Das arme Horki. Ja. Aber nachdem wir hier gewonnen haben, bekommen wir ja sowieso was von Daisuke. Davis. Ja. Ja, wir spielen nun mal in dem von kein japanisches Spiel, da sollten wir auch schon. Sollen wir Miyako, also beziehungsweise Yoli dann. Ja. Sag das doch nicht, so weit sind wir noch nicht. Und nein, das nicht, weil das ist ja ein falscher Name. Ja. Nein, er kann die Attacke auch im Original nicht. Also von daher, das ist halt typische amerikanisch. Das hätte ich auch vorher sagen können, weil ich habe eine sprechende Hawkmon-Figur und die sagt ja eben diese eine Attacke und dann das ist digitiert halt, ne? Und da sagt es auch Hawkbeam. Aber es macht keinen Sinn. Mhm. Vielleicht fanden die Amerikaner, dass das irgendwie cooler klingt als Federschlag. Naja, wenn Spaß macht. Gut, da ist Pidomon, wie gesagt, übrigens trotzdem falsch geschrieben, eigentlich Pitmon, aber trotzdem mit D, ne? Ist auch eigentlich falsch geschrieben, eigentlich mit T, ne? Oder? Mhm. Ja, und wahrscheinlich weil Fehlübersetzung, weil die Japaner nach T oder D immer ein O so sprechen, heißt es da halt Pidomon. Wie Goburimon. Und Auraumon. Hallo? Ich wollte schon sagen, ey. Macht er was oder macht er nichts? Er wird verlieren. Aber jetzt noch nicht, aber in der nächsten Runde wieder. Vielleicht. Oder wir verlieren. Es ist knapp. Es ist wirklich knapp. Oh Gott, die Karte da oben habe ich keine Ahnung. Die haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, die Option-Karten. Was bringen die von ihm? Ui. Ah, okay, wenn Digimon besiegt wird. Okay, ist egal. Okay. Das wäre natürlich scheiße. Ja, und wir haben leider nichts außer Kreis. Ich greife mit Dreieck an. Aber. Per Zufall mit? Ja, das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja, gut, die anderen Karten bringen ja nichts. Die eine ist zum Digitieren, die andere hat keine Karte. Ah, scheiße, hätten wir mal eine Karte weniger auf Hand. Ja, wir sind weg. Armes Hawkey. Aber es hat auch einmal gewonnen, also die Punkte bleiben ja, glaube ich, trotzdem. Ich glaube auch. Wenn wir halt gewinnen. Wir können digitieren? Nein, können wir nicht. Dann schmeiß Moyamon weg, dann können wir digitieren. Warte mal, was brachte Moyamon nochmal? Achso, okay. Hat keinen Sinn. Oder doch? Schon. Doch, dann vorbei. Zurück. Zurück. Dann nicht digitieren. Genau. Nein, nächste Runde höchstens. Das greifen wir nämlich schon mit. Kreis? Dreieck an. Achso, Dreieck, klar. Er könnte uns ja unseren Kreisangriff zunichte machen. Na, Biomon hat da auch irgendeinen Effekt. Ich glaube, ja, Boost-Angriff, ne? Um 200. Oh, bei allen, oh mein Gott. Sind wir zuerst dran? Ja. Dann ist er weg. Deswegen gut, dass ich es doch so gemacht habe. Sonst sind wir nämlich weg. Ja. Na, wobei, nee, auch nicht, weil er Dreieck gedrückt hatte. Wir hätten noch 30 übrig gehabt. Also so oder so. Er kann digitieren. Nein, kann er nicht. Oh Gott, ist der Tür. Na, wir können hier mit Kreis angreifen. Aber jetzt, ah ne, können wir immer noch nicht. Ich habe vergessen, dass das Ashima, ja. Unimon, ja. Na. Ach super. Wirklich positiv sehe ich das jetzt nicht. Nein, wir können eine Karte ziehen. Naja, das kann man sowieso immer in der nächsten Runde. Und jetzt mit Psychomon haben wir auch. Dann kann Ashima, nee, Unimon jetzt aber weglegen. Ja. Weil jetzt bringt nichts mehr. Spielzeugflamme. Mhm. Psychomon, ich glaube Gottemon, schon, genau. Dass es irgendwie, weil ich meine, einige hatten auch gesagt, eigentlich hier wegen Digimon World Next Order, dass Black Toy Agumon manchmal ein bisschen heller aussieht, aber eigentlich so eine Light-Version, weil irgendwofür muss ja das L stehen, ne? Mhm.
Ja, ich denke, du kannst gleich nochmal den Polygonkampf anmachen, insofern er nicht digitiert, was er glaube ich nicht tut. Aha. Er versucht es, okay. Er kann aber. Nein, er ist grün. Achso, stimmt, kann er nicht. Also kannst du ihn nochmal anmachen. Viereck. Ich kann gerade. Viereck? Ja, ich hätte aber auch eigentlich. Vorhin konnte ich das auch so. Nee, das geht aber nicht. Ja. Dann sehen wir auch mal, wie das Black Tie Agumon aussieht, ob es wirklich heller ist oder nicht. Und da oben hat man übrigens auch schön gesehen, was wir schon gesagt haben. Das ist ja Phönixmon, ne? Mhm. Und es ist trotzdem ein U. Das ist schlecht. Ja. Toll, und ich dachte, wir sehen jetzt, wie wir gewinnen. Dann die Runde danach. Na gut, das ist aber nun mal so, das war jetzt halt Glück für den Pinguin. Ich hatte diesen Pinguin geholt auch. Ah. Clear Black Toy. Auch wenn es das eigentlich nicht richtig gibt. Also ich meine nicht. Ich meine, ich hatte mal nachgeguckt irgendwie. Weil es gibt ja eigentlich nur Clear Argumon, ne? Riesig. Ah, Moment. Toy-Agumon kann übrigens auch zu Clear-Agumon digitieren. Aber ein Slide halt, ist klar. Ja, natürlich. Dann sehen wir jetzt nochmal, wie Redwegi gewinnt. Ach, Redwegi, Normal-Wegi. Wobei das aber eigentlich auch nichts bringt, weil wir haben schon mal gesehen, wie der Pinguin drauf geht und wir haben auch schon mal gesehen, okay, wie Digimon gewonnen hat. Ja, aber ist jetzt egal. Na gut. Das sollst du auch nur nutzen, um dich eben am Kopf kratzen zu können. Ich hab's dir nicht. Ich habe mich nicht am Kopf gekratzt, ich habe mich am Hals gekratzt. An der Halsschlagader, Pulsschlagader, so. Ich muss mich endlich mal wieder rasieren, der Bart kratzt. Juckt nicht. Nicht juckt, sondern kratzt. Ach, so, das gleiche. Es hat mit Kacke geworfen. Mit brauner Kacke. Also war sie noch nicht zensiert. Nein. Eigentlich ist ein Black Toy Agumon auch von sich aus clear. Ja, nicht ganz. So ein bisschen. So ein bisschen glitzern, funkeln. Ja, es gibt aber keinen anderen. Naja, deswegen bin ich ja auch erstaunt. Jedes Mal. Also ganz ehrlich, ich vermute mal einfach, dass es sich dabei einfach um einen Black Toy Agumon handelt und die Amis einen Fehler gemacht haben und es dann eben dachten, hey, guck mal, das glitzert so ein bisschen, das durchsichtig. Oh, und ich dachte, wir kriegen eine Phönixmon-Karte. Nee, das ist ja zu leicht. Aber nein, das Olifi mag uns nicht. Naja, und wie gesagt, ich denke, die haben das dann einfach so genannt. Ne? Ja. Impossible! Naja, das sehen wir ja dann. Ja. Ah, schon letzter Kampf gegen Wemon. Attacke und Digitationsgeschwindigkeit 3. Ja. Ja, Kampf. Das ist das gleiche, was Agumon gesagt hat. Warum wohl? Genau der gleiche Satz. Es kann auch sein, dass er wahrscheinlich im Original was anderes gesagt hat, aber wir wissen, die Amerikaner machen es grundsätzlich immer so, dass sie Wemon so darstellen, als ob der von Agumon total beeindruckt wäre. Ja. Guck mal, Wemon hält die Karte so wie, was macht man damit? Kann man das essen? Das haben Wemon und Agumon gemeinsam verfressen, bis zum geht nicht mehr. Ja. Okay, er kann noch nicht digitieren. Ich glaube, Monokuman brauchte 40. Erstmal wieder auf. Ja doch, damit kann ich was anfangen. Ne? Kunemon würde ich nehmen zum Digitieren. Dann. Kann, also Kunemon würde ich benutzen zum Legen. Ich weiß auch, wie ich es mache. Und Shima Uni ablegen, genau. Und dann können wir noch nicht digitieren. Du darfst nicht Kreis drücken. Leider. Scheiß Agu. Aber? Du nimmst Gotsu. Shit Powership. Teufelschip. Aber egal, da er die Power erhöht, ist dein Powership auch nicht ganz falsch. Oh. Das haut rein. Genau tot. Naja. Heißt es da eigentlich auch Teufelschip? Oder haben sie das anders genannt? Ich glaube, du kannst gleich noch drauf gehen. Guck ich auch gleich. Ja. Die Runde verkacken wir. Na, das ist noch nicht entschieden. Wir haben Orkmon, das ist schon mal gut. Rockmon, jetzt siehst du toll. Nein. Warum nicht? Aber dann können wir digitieren. Wobei ich würde noch nicht digitieren. Rockmon hat doch Fähigkeiten. Naja, es geht.
Lass mich überlegen, ich muss mich heilen gleich. Das heißt, ich sollte. Ich würde X drücken aus Prinzip. Meinst du? Naja, er kann uns mit einer Dreieckattacke jedenfalls nicht killen. Und wenn wir uns einmal heilen. Ich mach Dreieck. Wir müssen Schaden machen, das ist es ja. Aber ich will mich trotzdem heilen. Ja, habe ich auch vor. Aber ich glaube, ja, weil seine beiden Karten da oben, glaube ich, nichts brachten. Ich glaube, dieses Deo-Tamamon hat nur den Typ in Rot verändert und Monokumon hat gar keinen Effekt. Zufällig. Ist klar. Na, toll. Und weg. Nein, nein. Nee, wir leben noch. Aber auch nur, weil wir das Heilungsding hatten. Ne, kann auch nicht digitieren, keine Sorge. Nee, aber in der nächsten Runde. Ich würde X machen. Nein. Warum nicht? Was willst du denn jetzt tun? Aha. So. Aber er ist nicht weg und er kann dann digitieren. Das weiß ich zu verhindern. Wie denn? Ändert das nicht unseren Typ? Ne, von ihm ändert das. Ah, des von Gegners. Ihm. Ja, dann würde ich ihn nehmen. Ja, ich nutze ihn jetzt selbst nicht, sondern. Nein, nein, ich würde ihn danach nutzen, um den Typ zu ändern. Oder wie sehe ich das? Richtig. Sind wir vorher dran? Ja, aber wir sind trotzdem gleich weg, wenn er mit Kreis angreift. Aber egal, dafür ist die nächste Runde gerettet, weil er nicht digitieren kann. Ach, das Scheiße, Alter. Und wir hauen ihn in der nächsten Runde auch weg. Ja. Das heißt, eine Runde können wir für uns verbuchen, aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Aber sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, er kann nicht digitieren, also die Runde verliert er. Ah, na super. Dann sagen wir mal. Ich würde digitieren gleich zu Wegi. Habe ich auch vor. Du hast nur nicht Kreis. Nee, nee, das ist klar. Aber das ist ja egal. Mit Dreieck machst du ihn auch Matsch. Außer er zieht wieder zufälligerweise so eine Karte. Ich will Psychomon ablegen, ne? Danach. Außer du ziehst zufällig Tentomon oder so. Gut. Die nächste Runde können wir auch noch schaffen. Aber, nee, er muss erstmal zu einem Champion digitieren. Richtig. Dann sind die DP weg. So, und jetzt braucht er wieder mindestens 40, aber er hat wieder das mit Kreis. Ja, und wieder das gleiche Vieh halt, aber. Ja. Wenn er aber Kreis macht, kriegt er da oben einen Boost. Stimmt, das ist scheiße. Was bringt Psychomon? Dass meine HP zu sein werden, aber das ist doppelt, das sind 1000 etwas. Ich muss auf gut Glück machen, ne? Ja, tja, wenn wäre das eben die erste Runde, in der wir mal abgekackt haben. Na, okay, immerhin haben. So. Ja, kommt drauf an, was es ist. Er hat X gedrückt, das ist egal. Ah ja. Der hat voll die Power, aber wir überleben. Tja. Weil er nur X gedrückt ja. hat. Und wir können uns gleich noch mal ein bisschen heilen. Aber ist zwar nicht viel, was wir uns heilen können. Okay. Wobei eigentlich, ich finde die Kreiskarte jetzt nicht schlecht. Ist sie auch nicht. Weil er wird uns mit Sicherheit mit Kreis angreifen, gehe ich von aus. Deswegen, ich würde sie einsetzen. Ich gucke erstmal, ob er die Karte. Okay, spielt die Karte nicht. Ja, und? Vielleicht setzt er trotzdem Kreis ein. Deswegen dann mache ich das lieber. So. Okay. Ich hoffe mal, es ist trotzdem nichts. Ja, okay, macht wieder X. Ah, gut. Das hat uns jetzt zum Glück ein bisschen rausgehauen und er hat auch wieder weniger HP. Der kann uns nur mit Kreis töten. Jetzt kommt es drauf an, was Wemon kann. Der hat doch bestimmt einen Effekt. Guck ich. Nur um 100. Okay. Wieder Dreieck, ne? Aber du hättest auch mal X drücken können. Ist dieses Jamming nicht wirklich, dass er da braucht? Nee, das ist nur die Fähigkeit, nur, glaube okay. ich. Ja, das ist nicht schlimm. Es kommt drauf an, was er einsetzt. Er kann uns nicht töten. Ja, aber dafür in der nächsten Runde. In der nächsten Runde können wir ihn auch töten. Ich würde das Blatt auswechseln. Nein, ich. Wie viel braucht Piximon für. Wie viel? 40, genau. Ah. Aber du kannst Trimogemon noch einsetzen. Aber er ist trotzdem weg. Ja. Sind wir zuerst dran? Ja, deswegen hoffe ich, dass ich Heilung kriege. Na, okay. Egal, aber er ist weg.
Und wir haben noch die Koralle. Und wir haben noch die Möglichkeit, zu Piximon zu digitieren. Dann ist die AP wieder voll und er musste sein Blatt wechseln. Ja, und sofort digitieren kann er nicht. Nein, aber kann er kann den Boost-Chip da oben das spielen. Das bringt nichts. Wir haben die Koralle. Wir haben die. Gut, aber du kannst jetzt nochmal gucken, wie die Karte hieß. Welche? Na, die da oben bei ihm. Ob das Teufelschiff heißt? Nee, ja, Teufelschiff haben sie es genannt. Okay. Ich kann eigentlich mit Kreis angreifen. Eigentlich schon, ja. Und dadurch, dass er Feuer, also rot oder doch Feuer ist, kann ich das machen. Und sein Angriff wird zu 0. Das kommt drauf an, was jetzt seine Option-Card ist, wenn er eine Option-Card hat. Nee, wahrscheinlich jetzt Angriff um 200 erhöht, ja. Toll. Ah, diese Runde haben wir verkackt. Ja, aber man hat ja gesehen, es war wirklich knapp und auch ziemlich Glück für ihn. Ja. Weil hätte er jetzt diese scheiß Biomon-Karte hätten wir gewonnen. Nicht gehabt. Aber da muss man halt sagen, es ist in dem Punkt halt wirklich so, wenn man rote Karten hat, dann ist das alles auf Angriff gelegt und so. Aber das hilft dann später auch nicht. Und ich bin einfach mal so frei, ich schummel in der nächsten Runde, ich lade den Speicherstand nochmal neu. Ich mag diese 1 da nicht haben. Es ist aber nicht so schlimm eigentlich. Ich meine, es gehört halt dazu. Wir haben eigentlich ganz gut und wie gesagt, man sieht, wäre jetzt das Glück nicht gewesen, hätten wir es rumreißen können. Ja. Gut, ich würde sagen, damit hat sich der Part dann, er hat sich halt gezogen, leider mit einer Niederlage. Ja, leider, leider. Aber gut, egal, das gehört halt dazu und das kann man in dem Spiel mit dem bisschen Glücksfaktor auch nicht immer beeinflussen. Deswegen, ich muss mal gucken, lassen wir die einstehen oder nicht. Und, doch, ich denke. Und zur Not sehen wir uns, machen wir den Kampf gegen Bemo nochmal oder nachdem wir dann gewonnen haben, nehmen wir auf weiter. Ich würde sagen, dass wir den vorigen nochmal machen, aber gegen Bemo dann nochmal machen, um zu zeigen, dass wir den schlagen können. Ja, das sieht man ja, wenn wir gegen ihn gewonnen hätten. Na gut, wenn du das sagst. Gut. Bye, bye. Bye, bye.